Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Viertelfinale im DFB-Pokal. Heute das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München. Natürlich, im Viertelfinale ist es dieses Jahr das absolute Topspiel, denn der FC Bayern München als 17-maliger Sieger des DFB-Pokals, als Rekordsieger heute hier in Leverkusen, Bayer Leverkusen, konnte er diesen Pokal erst ein einziges Mal gewinnen, damals 1993. Und ja, die Bayern mit 17 Siegen im DFB-Pokal, das ist unglaublich. Und heute wird es wirklich eine spannende Begegnung. Der FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen, das Topspiel in dieser Pokalrunde. Und ja, der Pokal hat seine eigenen Regeln. Die Bayern sind natürlich Favorit, aber wie gesagt, der Pokal hat seine eigenen Regeln. Der macht, was er will und wir sind gespannt, wie das hier heute ausgeht. Hier sehen wir jetzt erstmal die Aufstellung von der Heimmannschaft von Bayer Leverkusen. Vorne natürlich wieder Trimmitsch mit dabei, dann Calhanoglu mit seinen Wahnsinnsfreistößen wird er auf jeden Fall für viel Gefahr sorgen. Und hinten Bernd Leno, der bekommt auf jeden Fall ordentlich viel zu tun von Arjen Robben und Co. Und ja, die Bayern auch mit ihrer besten Mannschaft hier aufgelaufen. Manu Neuer natürlich im Tor. Arjen Robben ist auch mit dabei, natürlich selbstverständlich. Dann Robert Lewandowski, David Alaba, Bastian Schweinsteiger. Ja, die Bayern eigentlich mit der erfolgreichsten Aufstellung, so die letzten Spiele gesehen. Und hier ist immer Robert Lewandowski, hier ist immer Toprak. Ja, Elfmeterschießen und Verlängerung ist natürlich möglich bei einem Unentschieden nach 90 Minuten, aber soweit sind wir noch nicht. Die Bayern werden Anschluss haben, Mario Götze und Lewandowski besprechen schon mal, wie sie das machen wollen. Hier sind wir Simon Rolfes, sitzt momentan nur auf der Bank bei Bayer Leverkusen. Lars Bender und Castro haben den Vorzug bekommen. So, der Schiedsrichter kommt aus Deutschland, Harald Fimmler leitet diese Begegnung heute und damit kann es losgehen. Die Bayern haben Anschluss, damit ist das Viertelfinale im DFB-Pokal eröffnet. Bayern gegen Leverkusen, wir sind gespannt, wie das hier heute ausgeht. Die Bayern wollen natürlich auch in diesem Jahr wieder den Pokal holen und ihr könnt mir eure Tipps in die Kommentare schreiben, was denn ihr denkt, wie das Spiel ausgehen wird. Und ja, zum Schluss werde ich meinen Tipp dann noch abgeben und jetzt geht es erstmal los mit Ballbesitz für die Bayern über Juan Bernat. Weiter geht's zu Franck Ribéry. Ribéry versucht hier den Ball zu abzuschirmen, macht er gut, weiter geht's zu David Alaba. Alaba, da prügelt sie zweit auf hinein, aber die Bayern halten den Ball. Jetzt Franck Ribéry. Ballkontrolle eigentlich sicher, aber jetzt verspringt die der Ball, Fehlpass, aber die Bayern bekommen den Ball zurück. Jetzt auch über die rechte Seite, über Rafinha. Weiter geht's zu Arjen Robben. Jetzt zu David Alaba. Also die Bayern versuchen hier gleich von Anfang an mit viel Ballbesitz, wie das gewohnte Bayern-Spiel eben so ist. Und jetzt Bastian Schweinsteiger. Sucht die Lücke vorne, spielt nochmal quer zu Arjen Robben. Robben lässt sich gerade ein bisschen weit zurückfahren. Jetzt sieht er mal Mario Götze. Götze zurück zu Robben. Robben, weiter geht's zu Mario Götze. Jetzt könnte es eine Gefahr geben. Immer noch Götze am Ball. Götze legt zurück zu David Alaba. Passt die Verteidigung gut auf, aber die Bayern weiter am Ball. Jetzt Bastian Schweinsteiger. Schweinsteiger steckt durch zu Götze, aber leider gelingt dieser Trick nicht. Leverkusen ist dazwischen und die bauen jetzt ihren Angriff auf über Lars Bender. Lars Bender, weiter geht's zu Karim Bellarabi, über die rechte Seite, der zurück zu Bender und dann wieder zu Bellarabi. Schönes Spiel jetzt von Leverkusen, nähern sie jetzt mit viel Tempo den Bayern-Strafraum an, aber jetzt müssen sie ein bisschen abbremsen. Jetzt Bellarabi, weiter geht's zu Hilbert. Hilbert, alles immer noch auf der rechten Seite, jetzt Bellarabi, Flanke ist gut, Flanke ist sehr gut und Manuel Neuer muss da schon mal gleich ran, weil das wäre gefährlich geworden. So, jetzt Manuel Neuer mit einem direkten Abwurf, den hat er gut gesehen, den Arjen Robben, aber Robben, da ist Son sofort bei ihm. Spielt erstmal zurück zu Boateng. Der weiter zu Robben. Robben zu Robert Lewandowski. Jetzt Lewandowski. Der sieht Arjen Robben. War ja in den letzten Spielen atemberaubender Form. Und wunderschön gemacht hier von Götze. Zu Robben. Jetzt gibt es die Chance für die Mann. Arjen Robben. Ah, da wollte er es vielleicht selber machen, aber der hätte vielleicht lieber in die Mitte passen sollen. Das wäre die größere Chance gewesen, aber Leverkusen ist zurück. Und sie kommen über Karim Bellarabi. Bellarabi zu Trimmitsch. Trimmitsch verfolgt von Juan Bernat. Erstmal zurückgespielt zu Castro. Castro zu Karim Bellarabi. Also bis jetzt in diesen ersten 15 Minuten. Es ist ein offenes Spiel. Die Bayern versuchen es natürlich mit Ballbesitz, mit Pressing. Und jetzt gibt es die nächste Flanke, die kommt gefährlich. Aber erstmal gut geklärt. Und dann sind die Bayern erstmal wieder zurück am Ball. Aber dann kommt ein herber Fehlpass von den beiden im Aufbauspiel. Das könnte teuer werden. Und dann gibt es Elfmeter. Dann gibt es Elfmeter für Bayer Leverkusen. Das gibt Elfmeter. Ich weiß gar nicht, wer da das vorbegangen hat. Es war ein riesen Getummel. Und es gibt auf jeden Fall Elfmeter für Bayer Leverkusen. Ich glaube, Rafinha war es. Nochmal drauf schon, da war viel Getummel. Ah, Rafinha, da fällt zwar Trimmitsch, aber das so eindeutig zu sagen, das ist eine ganz, ganz knifflige Entscheidung. Und jetzt hat hier Bayer Leverkusen die Chance, in Führung zu gehen. Über Calhanoglu. Calhanoglu gegen Manuel Neuer. Neuer gegen Calhanoglu, den macht er sicher rein. Neuer in die falsche Ecke geschickt und Bayer Leverkusen geht in Führung.
Da machen sie den Elfmeter eiskalt rein und es ist Calhanoglu, der Bayer Leverkusen hier in Führung schießt. Klasse gemacht, Manu Neuer in die falsche Ecke geschickt. Wenn Manu Neuer die richtige Ecke hat, dann hat er den, weil so gut war der nicht geschossen. Der war halb hoch und auch nicht optimal platziert, aber er hat ihn in die falsche Ecke geschickt und deswegen steht es nun 1:0 für die Heimmannschaft, für Bayer Leverkusen. Die Freude ist natürlich riesig über diesen Treffer. 20. Minute und die Bayern liegen zurück. Bis jetzt war es ein offenes Spiel. Leverkusen bekommt den ersten Matchpoint und ja, den machen sie rein. Jetzt wird es auf jeden Fall richtig spannend, weil jetzt müssen die Bayern natürlich schauen, dass sie diesen, dass sie die Führung so schnell wie möglich den Leverkusen dann abnehmen und selber in Führung gehen. Jetzt Jerome Boateng. Weiter geht's zu Alaba. Alaba zu Holger Badstuber. Badstuber weiter zu Alaba. Alaba steht vorne Robert Lewandowski. Die Bayern gehen zielstrebig nach vorne. Jetzt über Franck Ribéry. Ribéry zieht die Mitte, das wird jetzt gefährlich. Ribéry mit dem hohen Ball zu Götze. Warum macht er das? Er wollte es unbedingt schön machen, aber hat in dieser Situation nichts gebracht. Und jetzt kommt der schnell Leverkusen. Aber Schweinsteiger hinten sicher. Und jetzt Holger Badstuber. Sieht außen Rafinha. Rafinha weiter geht zu Arjen Robben. Robben macht der. Oh, da nimmt ihm Wendel den Ball ab. Stark gemacht von Wendel. Junger Verteidiger, der heute gegen Robben bestehen muss bei Bayer Leverkusen. Bis jetzt macht er es gut. So, jetzt Franck Ribéry am Ball. Ribéry ja, verliert auch den Ball. Also die Bayern müssen sich hier heute erstmal einspielen. So richtig rund läuft das noch nicht. Hier sind wir auf jeden Fall Robert Lewandowski. Und weiter geht's den Ballbesitz für Bayer Leverkusen. So, Bayern haben den Ball zurück. Jetzt Badstuber, weiter geht's zu Götze. Götze zu Bastian Schweinsteiger. Schweinsteiger außen versucht Robben zu starten, aber der Verteidiger hat ihn im Griff. So, jetzt David Alaba. Weiter geht's zu Juan Bernat. Wieder zu Alaba. Alaba jetzt mit ein bisschen mehr Platz. Alaba, immer noch ein Ball. Alaba mit dem Ball in Mitte. Gut gesehen. Als Schweinsteiger. Schweinsteiger mit dem Schuss, aber der wird abgefälscht. Wird abgefälscht in dieser Situation. Deswegen keine große Gefahr für Bandleno im Tor von Bayer 04 Leverkusen. So, als weiter Abwurf, aber die Bayern sofort zurück. Also die Bayern machen jetzt Pressing. Die Bayern wollen jetzt hier den Ausgleich. Jetzt Ribéry. Weiter geht's zu David Alaba. Schön gespielt. Alaba jetzt mit der stolzen Flanke. Will selber durchziehen. Toprak nimmt ihn den Ball ab. Aber die Bayern bleiben durch den Einwurf weiter am Ball. Über Franck Ribéry. Jetzt Ribéry, wohin? Muss ein bisschen warten, weil da die Anspielstationen zugestellt waren. Jetzt Jerome Boateng beim Einwurf, sieht David Alaba. Alaba, weiter geht's zu Juan Bernat. Er braucht jetzt die Anspielstation, findet Franck Ribéry. Dem fällt normal immer was ein, so einer Situation. Und das will er jetzt auch zeigen. Ribéry mit einer Flanke, die kommt gut! Aber da kommt keiner zum Kopfball. Da war keiner zum Kopfball. Und jetzt die Konterchance für Leverkusen über Calhanoglu. Calhanoglu, weiter geht's zu Karim Bellarabi. Jetzt mal auf der linken Seite zu finden, Bellarabi. Jetzt Drimic. Drimic zu Castro. Castro zu Calhanoglu. Weiter geht's zu Hilbert auf die rechte Seite. Der schön gespielt. Also Leverkusen lässt den Ball gut laufen, aber Bastube ist dazwischen. Und Ribéry bekommt den Ball nicht. Flanke ist gut. Boateng passt hervorragend auf. Und dann schön weitergeleitet von Götze, aber Leverkusen immer noch am Ball. Leverkusen macht jetzt wieder ein bisschen mehr Druck, aber Schweinsteiger dazwischen. Jetzt sollte die Situation noch endlich mal bereinigt sein. Jetzt Ribéry. Weiter geht's zu Robert Lewandowski. Die Bayern jetzt vielleicht im schnellen Umschaltspiel und da bekommt Lewandowski einen kleinen Schlag ab. Aber fairer Zweikampf. Es bleibt hier weiterhin beim 1:0 für Bayer Leverkusen. 40 Minuten sind bereits gespielt. Wir sehen es am Ballbesitz. 62% Bayern und es ist die Chance und das ist nicht das 2:0. Mann, war das eine Mega-Chance für Leverkusen. Die Bayern haben viel Glück. Das war die Riesenchance und der Ball geht nur Zentimeter am Tor vorbei. Drimic mit der ganz großen Chance für Leverkusen zum 2:0. Wahnsinn, viel Glück für die Bayern in dieser Situation. Und es läuft die 42. Minute. Naja, die Bayern haben den Ball. 62% haben wir vorhin gesehen. Bei Ballbesitz bei den Bayern, aber sie liegen 1:0 zurück. Weil Leverkusen hinten eigentlich bis jetzt alles richtig macht. So, jetzt Alaba. Weiter geht's zu Bastian Schweinsteiger. Schweinsteiger außen ist Robben ziemlich frei. Robben jetzt im Strafraum. Jetzt Arjen Robben, aber dann zieht er zurück. Ja, da muss er zurück, weil da war es zu eng. Robben, weiter geht's zu Götze. Die Bayern belagern jetzt den Strafraum. Götze verliert den Ball. Schweinsteiger holt ihn sich nochmal zurück. Fair gemacht, stark von Schweinsteiger. Jetzt Schweinsteiger. Wohin? Leverkusen steht mit fast allem Mann hinten drin. Jetzt Juan Bernat. Weiter geht's zu Ribéry. Ah, Ribéry bleibt hier hängen am Verteidiger. Und wieder schafft es Leverkusen, die Bayern abzuwenden. Ja, das wird ein schweres Spiel für die Bayern werden. Das wird ein schweres Spiel, hier noch zurückzukommen für die Bayern. Als Boateng. Weiter geht's zu Alaba. Wieder die Bayern im Vormarsch. Wieder mit Alaba. Der wird aber der Ball abgenommen. Das war stark gemacht. Und jetzt ist Halbzeit. Jawohl, jetzt ist die erste Halbzeit vorbei.
Wir haben eine kleine Überraschung. Die Bayern machen das Spiel, Leverkusen macht das Tor und damit steht es zur Halbzeitpause 1:0 für Bayer Leverkusen gegen den Pokalsieger, gegen den FC Bayern München. Calhanoglu mit dem Elfmeter. Ja, die Bayern haben wirklich sehr viel Ballbesitz, wie gewohnt. Aber das Tor, das hat Leverkusen gemacht. So, ja, wir hatten auch keine Chance. Die Chancen waren wirklich sehr, sehr gering. Und ich würde sagen, wir wechseln jetzt sogar gleich mal ein bisschen aus. Götze darf raus, Thomas Müller rein. Und ich würde sagen, so machen wir jetzt weiter. So, also beide Teams kommen zurück. Die Bayern wechseln auch schon das erste Mal aus. Pep Guardiola passt das Spiel anscheinend nicht so ganz. Thomas Müller ist im Spiel drin. Mario Götze ist draußen und weiter geht's. Zweite Halbzeit geht jetzt los. Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern München. Es steht 1:0. Das heißt, nach momentanem Stand der Dinge, wenn es 1 so ausgeht, dann sind die Bayern draußen. So, hier sind wir. Heung-Min Son im Diensten von Leverkusen. Da hat Robben gut aufgepasst und die Bayern zurück am Ball. Jetzt Rafinha. Oh, da darf er den Ball eigentlich nicht verlieren. Das war wieder so ein Ballverlust, der war nicht nötig. Jetzt die nächste Chance für Leverkusen, das zweite zu machen. Und dann bekommt Drimmitsch den Ball auf den Kopf serviert, aber macht ihn nicht rein. Das war eine große Chance, aber der Ball geht auch diesmal am Tor vorbei. Wieder Glück für die Bayern. So, die kommen jetzt über Juan Bernat. Da geht es zu David Alaba, Alaba zu Thomas Müller. Oh, Müller wird hier wieder robust vom Ball getrennt. Also, Körpereinsatz ist heute schon sehr hoch bei Leverkusen. Das ist alles im fairen Bereich. Jetzt Rafinha. Auf seiner Seite ist er schon mal allein gelassen. Rafinha spielt die Mitte. Schweinsteiger jetzt mal am Ball. Lass den Schweinsteiger vorne vor Ribéry den Ball. Aber Schweinsteiger will er selber vorbei. Das schafft er nicht. Das Spiel läuft heute noch nicht so, wie der FC Bayern München das will. Sie müssen wirklich momentan schauen, dass sie so schnell wie möglich den Ausgleich ziehen. Weil sonst... ist das hier vielleicht das Pokal aus? Jetzt Bellarabi. Weiter geht's zu Wendell. Schöner Ball nach vorne auf Bellarabi. Der kommt noch ran, aber der Ball geht ins Aus. Ball ist im Aus. Abstoß für die Bayern. Hier ist ja Mario Götze. Ist ja bereits ausgewechselt worden. Ja, für jetzt Thomas Müller eben seit der 45. Minute im Spiel. Und jetzt Arjen Robben am Ball. Robben vorne statt Müller. Gut gesehen. Außen geht Robben. Gut gesehen. Jetzt Robben. Weiter geht's zu Lewandowski in die Mitte. Lewandowski sieht wieder Robben. Nächste Chance jetzt vielleicht für Arjen Robben. Der wird von den Beinen geholt. Der Schiedsrichter zeigt nicht auf den Punkt. Proteste von Seiten der Bayern, das ist klar, aber ich glaube, das war fair. Das war ein fairer Zweikampf und Robben holt sich den Ball zurück. Jetzt Arjen Robben. Robben immer nochmal Arjen Robben. Na, dann bleibt er hängen. Ne, da wollte er mit dem Kopf durch die Wand durch. Hat er nicht geschafft. Und jetzt vielleicht die Konterchance für Bayer Leverkusen. Aber Bartstuber stört das sehr, sehr gut. Und jetzt die nächste Chance. Müller. Bayern jetzt mal jetzt Druck. Da wird er gezogen. Schiedsrichter sagt nein. Hätte ich gepfiffen. Aber jetzt Drimmitsch. Leverkusen jetzt wieder im Vormarsch. Über Castro. Castro macht das stark. Rausgespielt auf Karim Bellarabi. Stunde schon rum. Halbe Stunde noch Zeit für die Bayern, um hier den Ausgleich zu machen. Oh, das war nicht gut gemacht vom Boateng. Jetzt wieder Castro. Und jetzt... so, jetzt die Bayern wieder am Ball. Über Thomas Müller. Müller, weiter geht's zu Arjen Robben. Robben, jetzt muss was gehen. Robben versucht's, muss weiterspielen zu Thomas Müller. Müller gegen Wendell im Laufduell. Thomas Müller ist noch relativ frisch, spielt zurück zu Arjen Robben. Und Robben will natürlich die Mitte ziehen. Jetzt Robben, vielleicht in seiner Schussposition. Arjen Robben in seiner Schussposition und Bernd Leno mit einer richtig guten Parade. Stark gemacht von Bernd Leno. Und jetzt Juan Bernat holt sie nächsten bei Bernat mit der Flanke. Da ist wieder Robben, kommt aber nicht hin. Also die Bayern müssen jetzt echt schauen, dass sie so langsam das Tor machen. Rafinha. Weiter geht zu Schweinsteiger. Schweinsteiger aus der Distanz. Der war viel zu harmlos. Den Bayern fällt nicht so richtig was ein. Sie müssen irgendwie schauen, dass sie die letzten 23 Minuten noch das Tor machen. Und jetzt hat Leverkusen natürlich den Platz. Die Bayern machen hinten auf. Und Bellarabi, weiter geht zu Calhanoglu. Calhanoglu im Strafraum. Und Gott sei Dank schmeißt sie da Bartstuber noch dazwischen. Holger Bartstuber klärt hier in höchster Not. Da wäre Manuel Neuer ziemlich aufgeschmissen gewesen so bei diesem Schuss. So, jetzt Eckball fliegt rein, Neuer sicher. Neuer will schnell machen und findet Arjen Robben. Jetzt Robben. Ah, den verspringt der Ball ein bisschen, aber Robben ist schnell und holt sie den Ball nochmal. Jetzt Robben nicht ins Aus. Ah, dann verspringt ihn der Ball, geht ins Aus. Einwurf Leverkusen. So, weiter Einwurf. Alaba ist dazwischen. Jetzt Schweinsteiger. Oh, jetzt haben die Bayern mal ein paar Spieler vorne. Aber Müller verliert hier den Ball. Das darf doch nicht wahr sein. Die Bayern beißen sich bis jetzt die Zähne aus. Sie haben keine 20 Minuten mehr Zeit. Und jetzt die Riesenchance. Drin ist Bellarabi und Neuer mit Glanzparade. Neuer hält die Hoffnung fest. Jetzt Ribéry. Weiter geht's zu Thomas Müller. Müller
Mit dem Ball nach vorne, mit dem Ball zu Jerome Boateng, der sie jetzt auch nur noch vorne auffällt. Aber bekommt diesen Ball nicht in diese Situation. Jetzt wieder der hohe Ball zu Drimmitsch. Die Bayern jetzt sind ziemlich offen, also ein guter Angriff von Leverkusen. Und es steht 2:0 für Leverkusen. Jetzt Alaba. Weiter geht's zu Thomas Müller. Müller sucht Robben. Er war so stark in den letzten Spielen, hat so viele Tore gemacht. Heute brauchen die Bayern das unbedingt. So, jetzt Robben. Robben mit der Chance. Robben, Traum. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Das ist unglaublich. Robben bekommt den Ball nicht ins Tor rein. So, Castro geht raus. Rolfes kommt bei Leverkusen. Und Robben bekommt den Ball nicht in das Tor. Das ist unglaublich. Jetzt natürlich alles nach vorne bei den Bayern. Die letzten 12 Minuten laufen. Und Leverkusen kommt nochmal über Bellarabi. Bellarabi gegen Boateng. Verliert den Ball. Nein, oh, da holt ihn sie Drimmitsch. Hat so ausgesehen, als hätte er den schon mal verloren. Jetzt der hohe Ball zu Drimmitsch. Die Beine hinten offen. Drimmitsch. Drimmitsch wieder im Strafraum. Drimmitsch. Bartschuber dazwischen. Abstoß. Abstoß. Und das soll jetzt natürlich ganz, ganz schnell gehen. Hier sehen wir nochmal Arjen Robbens Schuss, glaube ich. Das war echt unglaublich. Ne, sehen wir leider nicht mehr. Jetzt gibt es auch schon einen Wechsel. Kiesling kommt für Drimmitsch. Und die letzten 9 Minuten laufen. Die letzten 9 Minuten laufen hier für die Bayern. Die müssen hier noch irgendwie ein Tor machen. Da geht es zumindest in die Verlängerung. Jetzt Arjen Robben. Arjen Robben auf den Weg nach vorne. Robben, Robben. Und das macht er denn da dann? Das ist unglaublich. Wenn sie läuft, dann läuft es heute nicht. Die Bayern im nächsten Angriff. Über Rafinha. Sie brauchen nur den Lucky Punch. Sie brauchen noch diesen einen Lucky Punch. Sonst war es das. Jetzt Alaba. Alaba mit der Chance vielleicht. Rafinha. Schön gespielt. Da ist Alaba. Verliert den Ball. Das darf ihm nicht passieren. War nicht mal ein Foulspiel. Jetzt Stefan Kiesling. Kiesling ist mit der Konterchance. Aber da zieht er zurück. Und das war riskant. So ein Ball zu Wendel. Und er haut ihn erstmal ins Aus. Nochmal Einwurf für die Bayern. 3 Minuten nur noch. 3 Minuten nur noch Zeit. So Einwurf schnell ausgeführt. Rafinha. Nichts ist jetzt mehr hin drin bei den Bayern. Jetzt Bernat. Bernat zu Franck Ribéry. Ribéry, vielleicht mit einer Einzelaktion. Ribéry probiert's. Wird gefault. Spiel läuft weiter. Alaba. So, jetzt Alaba. Alaba mit der Chance. Weiter geht's nur zu Rafinha. Irgendwie noch irgendwas machen. Rafinha. Nochmal zu Alaba. Alaba hat einen guten Distanzschuss. David Alaba probiert's. Und dann vielleicht Lewandowski kommt nicht ran. Und dann nochmal der Ball rein und wieder draußen. Und die Sekunden laufen jetzt runter. Nur noch Bartstuber hin drin. Kiesling holt sie diesen Ball gegen Bartstuber. Setzt sich durch. Aber Alaba holt sie. Jetzt Alaba. Weiter geht's zu Bartstuber. Vor, komm nur noch vor. Schweinsteiger, die letzten Sekunden für die Bayern. Jetzt Arjen Robben. Robben mit der Flanke, mit der guten Flanke, aber da kommt keiner hin. Unglaublich. Und weit weg der Ball und nochmal zurück. Alaba, weiter geht's zu Ribéry. Der kommt nicht aus dem Abseits. Ribéry. Ribéry, ah, verliert hier den Ball. Franck Ribéry. Und das Spiel ist aus. Wow. Also eins muss ich echt sagen, Leverkusen. Ja, das war's. Also, schreibt mal euren Tipp in die Kommentare. Ich weiß nicht, warum ich das kann. Also, so wenn ich auf normal auf Legende spiele, dann, ihr seht es ja in meiner Liverpool-Karriere, da läuft es eigentlich ganz gut. Aber sobald ich irgendwie so Spiele mache, zum Beispiel die ganzen Champions-League-Spiele, die was ich gespielt habe, du, ich habe jedes fast verloren. Und ich weiß nicht, warum ich das nicht kann. Ich weiß es nicht, warum ich echt so schlecht bin, wenn ich so Einzelspiel mache. Ja, weiß nicht, keine Ahnung. Also, schreibt mal eure Kommentare, eure Tipps in die Kommentare. Ich glaube ja ehrlich gesagt, dass es für die Bayern wahrscheinlich reichen wird. Es wird zwar verdammt schwer, aber ich glaube, dass die Bayern packen werden. So, hier sehen wir nochmal die Spielinfo. Ja. Weil bis jetzt hat man. Gut, auf jeden Fall beim nächsten Mal geht es dann wahrscheinlich weiter mit der Champions League, mit dem Viertelfinale, wenn da irgendwie eine coole Begegnung oder deutsches Team weiterkommen sollte. Ich hoffe auf die Bayern. Gut, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Ich freue mich auf eure Tipps. Bis dahin und ciao.